Das Stehen, Heben und Senken ist einfach das Stehen. Dann fängt das schon an. Ich sinke, lasse das Becken fallen, wie wir sagen, Steißbein zwischen die Fersen. Ne? Die Achse richtet sich auf, das Fleisch fällt, also die Muskeln. Das ist Heben und Senken. Das heißt, auf den Arm bezogen, kommst du mal bitte, du bist, glaube ich, relativ kräftig heute. Wenn ich jetzt, wenn er jetzt den Ellenbogen nimmt, ja, oder sage ich mal so, ich hebe den Arm und du hältst gegen den Ellenbogen und ich will den Ellenbogen aber runter bewegen, ohne Heben natürlich, dann muss ich auch wieder den ganzen Körper zusammennehmen, die Schlüsselbeine entspannen, er hält gegen, ja, und dann senke ich ganz langsam den Ellenbogen. Das ist Heben im Senken. Ja, dasselbe ist hier, wenn er jetzt hier den Arm festhält, ist das dasselbe umgekehrt, auch Heben im Senken. Dadurch, dass ich den Ellenbogen nach unten lenke und das Tigermaul nach oben, entsteht hier eine Kraft. Ja, das ist Heben im Senken, das heißt die Beachtung der Achse im eigenen Körper und in den Extremitäten. Ja, das ist Heben und Senken. Also, das heißt, wenn ich hebe, nimm mal den Arm durch, ist auch okay. Ja, wenn ich hebe, denke ich daran, den Ellenbogen zu senken. Ja, wenn ich nicht daran denke, den Ellenbogen zu senken, dann habe ich kein Yin und Yang mehr. Das ist nur Heben. Ja, und er ist ein bisschen kräftiger irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja, und dasselbe gilt umgekehrt, wenn ich den Arm hochnehme und will ihn runternehmen, dann muss ich an das Heben denken, um hier nur senken zu können. Ja, und dasselbe, das gilt hier, wenn wir jetzt im Zungenstil jetzt zum Beispiel, ist auch egal, wie ich das gehe, wenn du im Zungenstil dann hier an diesem Ding stehst, ja, das ist dann hier, wenn ihr beiden jetzt einer hier, guck mal, einer will schon noch helfen. Ja, wenn er dann hier hebt, ja, ohne Hebeln, ne? Dann ist das derselbe Effekt. Heben und Senken, Becken fallen, Füße in den Boden, Handfläche nach unten, Bauch, schwer. Ja, das meint Heben, das meint Heben und Senken. Wenn du das aufrechterhältst, ist das für dich sehr von Vorteil, weil dann die Organe auch an dem Platz sind, wo sie hingehören. Dann ist das nicht so, denn wenn die Organe nicht zusammengedrückt und überhitzt, ne? Also nicht selber Feuer erzeugen, sondern für eine gleichmäßige Verteilung sorgen. Und das ist auch Heben und Senken. Ne? Also das heißt, ich sinke, aber ich versinke nicht. Ich drücke mich in den Boden, dass die Achse wächst und das Fleisch ganz entspannt fällt. Kommst du mal bitte? Ja? Und dann drückst du einfach hier gegen. Ist auch neben dem Senken drücken. Wo ich in die Mitte, sonst kann ich das nicht halten. Ja? Ist auch neben dem Senken. Ja, das ist vorne, hinten. Das sind dieselben Verhältnisse in allen Richtungen. Ja? Ist das soweit verstanden? Ja? Was nicht? Also, wenn ich jetzt richtig stehe. Ja. Ja? Wenn. Und wenn. Ja? Ja. Und wenn jetzt mit den Armen nach unten. Ja, dann habe ich mal erzählt, hier ist die Mittelfingerachse. Ellenbogen zum Mittelfinger. Ich will dich jetzt nicht überfordern, ne? Dass man das nicht aus den Augen verliert. Wenn ich jetzt hinten keinen hinten habe, zieh mal, ne, dann, da. Wenn ich aber hinten habe, dann habe ich auch einen vorne. Ja? Okay? Und darum geht's. Immer zusammenbleiben. Ne? Wenn ich nach vorne wirke, ich nach vorne stoße, nehme ich den Nacken zurück. Ne? Ja? Wenn ich jetzt einfach nur so stoße, so stehe da so rum und mache so, dann geht da auch ein Stück rückwärts. Wenn ich hier aber jetzt einfach nur
Nacken zurücklehnen. Da brauche ich noch viel weniger machen. Hast du gesehen? Und diese Verhältnisse immer beachten. Na? Okay. Alles klar. Dann zeige ich euch mal noch was anderes.